Aber wer ist der Leidtragende? Das ist eben der Mann auf der Straße, der wirklich arbeitet, der eben kein Investment hat, der keine realen Assets besitzt. Ich begrüße dich auf das Allerherzlichste. Ich habe einen sehr, sehr spannenden Gast heute wieder mitgebracht aus dem Investmentbereich. Und zwar André Stagge. Er hat über 10 Jahre als Senior Portfolio Manager bei einem der größten deutschen Fondsgesellschaften gearbeitet. Er hat Währungen, Futures, Optionen gehandelt. Sein jährliches Gewinnziel lag im zweistelligen Millionenbereich. Er war insgesamt für 4 Fonds verantwortlich, die insgesamt 2018 über 2,5 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen umfassten. Und er hat über 500 Millionen Euro in seiner aktiven Zeit Gewinn für seine Anleger erwirtschaften können. Heute ist er bekannt als Experte, sage ich jetzt mal, für Börsen. Du hast mittlerweile Vorträge, die du hältst zu dem Thema. Du bist Mentor, du hast eigene Programme, eigene Trainings, du bist gern gesehener Gastredner, aber eben auch Coach. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Perfekt anmoderiert. Erzähl doch mal, falls ich irgendwas vergessen habe, vielleicht ganz kurz gleich mal zur Vorstellung. Wie bist du denn grundsätzlich in diese ganze Branche reingestolpert? Du bist ja, du hast ja ein Studium gemacht, ein BWL-Studium. War das so von Haus aus, dass du gesagt hast, irgendwie so mit 16, ich will irgendwie großer Börsenguru werden, oder ist dir das passiert? Genau das Gegenteil war der Fall. Ich habe mit 13 meine ersten Aktien gekauft und das damals als jugendlicher Rebell, weil bei mir zu Hause hieß es immer Scheißkapitalismus, okay, böse USA. Und ich hatte mich dann 96 für das Thema Aktien als Anlage interessiert, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Meine ersten Aktien waren die Mannesmann innerhalb von 5 Jahren verfünffacht. Okay. All meine Freunde mussten dann einen Ferienjob machen, hatten nie Geld und ich hatte dann immer, weißt du, ich konnte immer so richtig schön das Geld ausgeben und dann war ich mit dem Börsenvirus infiziert und habe seit 1996, wenn man es platt betrachtet, auch nichts anderes gemacht. Börse war immer mein großes Hobby, meine Leidenschaft und dann eben auch mein Beruf in den letzten Jahren. Und es ist einfach toll, wenn man versteht, und das ist ja auch dein Thema mit Immobilien, aus Geld mehr Geld zu machen, einfach auch, um diese Herausforderung zu haben. Und wie gesagt, ich habe noch keine Familie gegründet mit 38, noch kein Haus gebaut, noch nicht mal ein eigenes Auto gekauft, weil das Thema Geldanlage und Kapitalanlage mich so unglaublich fasziniert hat. Okay. Und nach mittlerweile mehr als 25 Jahren habe ich da den Dreh ganz gut raus. Okay, klingt sehr, sehr spannend. Du hast ja vorher auch in unserem Vorgespräch, beziehungsweise bei unserem zweiten Interview, das wir am anderen Kanal gemacht haben, hast du ja auch schon gesagt, dich interessiert auch dieses ganze Thema, Menschen einfach zu helfen, finanzielle Bildung könnte man als Überbegriff sagen, zu begreifen, wie die Dinge da draußen funktionieren. Ist das auch so im Laufe der Zeit entstanden, indem du bemerkt hast, dass die Masse eigentlich nicht wirklich viel versteht davon, oder? Ja, absolut, und das vereint uns ja, Paul. Du bist ja auch jemand, der sich sehr für finanzielle Bildung einsetzt, da über das Mentoring auch sehr viel macht, und das ist der Schlüssel zu Wohlstand. Ich überlege mir immer, was wäre denn, wenn alle in Deutschland oder darüber hinaus in Aktien investieren würden? Es würde so viel mehr Kapital produktiv sein, so viel mehr Arbeitsplätze mehr geschaffen werden, uns würde es allen besser gehen. Und ich habe vor 20 Jahren schon angefangen, Vorträge zu halten, damals nicht für Hochschulen, was ich jetzt auch viel mache, sondern für Börsenvereine, also wirklich für eingetragene Vereine, um das Thema Börsenkultur in Deutschland wachsen zu lassen. Wir haben den Börsenführerschein zum Beispiel initiiert, weil ich fand diese Idee so unglaublich spannend, und andere Länder machen es uns ja vor, die Amerikaner. Du hast ja auch erzählt, dass du mit vielen Amerikanern im Coaching warst, im Mentoring warst, da sehr viel gelernt hast. Und jeder zweite Amerikaner hat eben auch Aktien, hat Fonds, hat ETFs. Mittlerweile ist es so, es gibt eine große Pension-Reform in den USA, dass du automatisch in Aktien einsparst, wenn du eben Angestellter bist. Und das bräuchten wir auch in Deutschland. Und das hat mich immer fasziniert von der Idee. Und deswegen gebe ich so viel weiter, wie ich kann. Deswegen möchte ich eben möglichst viele Menschen mit dem Thema auch begeistern und bin um jeden froh, der dazu hört und eben seinen Schritt in die Selbstständigkeit auch macht, weil als Börsianer bist du eben auch Unternehmer. Es gilt, Risiken einzuschätzen, es gilt eben auch, Gewinne mitzunehmen, und das ist für viele Deutsche ungewöhnlich. Und wenn du da hinkommst im Mindset, dann hast du halt eine Welt offen, die unglaublich spannend und toll ist. Sehr toll. Ja, wenn du jetzt, du hast ja ganz offen gesagt, du warst so ein bisschen Rebell. Ich glaube, das verbindet uns auch beide. Ich bin mit 16 von zu Hause ausgezogen. Und wir hatten auch offensichtlich hier keine eigenen Vorbilder im eigenen Bekanntenkreis, oder Bekanntenkreis vielleicht schon, aber in der eigenen Familie. Wie war es denn bei dir? Wie hat das, wie hast du denn den Bezug bekommen? Oder gab es da trotzdem irgendeine Vertrauensperson, oder war das eher über die Medien, oder wie bist du aufmerksam geworden? Ganz, ganz spannend. Wie gesagt, ich hatte natürlich Glück mit der ersten Aktie. Da wusste ich ja, wie alles geht, weil meine Aktie nur gestiegen ist. Also wusste ich ja alles und brauchte keinen Mentor. Aber danach ging es natürlich im neuen Marktcrash auch deutlich nach unten. Und ich habe mein Geld
verzehnfacht und dann auch 90% wieder verloren, so wie es eben als unerfahrener Börsianer der Fall ist. Und dann bin ich auch über den Börsenverein in meiner wunderschönen Heimatstadt in Greifswald an den Mann rangekommen, der auch Börsenausbilder ist, der René Bertreit. Schönen Gruß an der Stelle, ganz toller Typ. Und er hat mich dann an das Thema rangeführt, hat mir dann beigebracht, wie Trading funktioniert, wie Charttechnik funktioniert. Er war am Ende seines Studiums und war eben auch von der Börse viel mehr fasziniert als von BWL. Und da haben wir dann uns die Nächte und die Tage um die Ohren gehauen. Und über ihn bin ich dann eben immer weiter in das Thema gekommen, habe mir dann eben Bücher angeschaut. YouTube gab es damals leider noch nicht so stark wie heute. Heute gibt es ja viel mehr Möglichkeiten. Und ich war Tag und Nacht nur mit dem Thema beschäftigt und wollte halt meine Fehler, die ich dann gemacht hatte, die auch wichtig waren in der Entwicklung, du hast ja auch von deinen Misserfolgen gesprochen, die gehören einfach dazu. Die wollte ich halt vermeiden und dann ist die Lernkurve auf einmal sehr steil geworden und dann habe ich mich mit allem umgeben, was mich zu dem Thema weiterbringen konnte. Jetzt habe ich gleich zwei Fragen an dich. Die erste, du hast selber das Thema Fehler angeschnitten. Klar, jeder von uns macht Fehler, genauso habe ich alle mit dem Fehler beim Immobilien investieren am Anfang gemacht. Gibt es auch einen Fehler, wo du dich erinnerst, wo du sagst, puh, hätte ich damals einen Coach oder einen Mentor gehabt, dann wäre mir das sicher nicht passiert? Da gibt's unglaublich viele und ich glaube, der größte Fehler, den ich gemacht habe, wo sich mindestens 90% der Zuhörer auch ertappt fühlen werden, ist, man probiert selber eine Unternehmung zu bewerten. Man sagt, die Apple ist ein tolles Unternehmen, BMW ist super. Und das ist eigentlich relativ irrelevant, weil was ich jetzt oder du oder auch ein Fondsmanager, der Milliarden verwaltet, über eine Firma denkt, ist eigentlich nicht so relevant, weil selbst eine Milliarde reicht nicht aus, um das Unternehmen zu bewegen, sondern was viel spannender ist und was mein Fehler der Anfangsjahre war, immer mich auf meine eigene Meinung zu verlassen. Und was ich jetzt besser mache, ich überlege mir immer, wann fließt das Geld in den Markt rein, wann fließt das Geld aus dem Markt raus. Und da gibt's eben ganz klare Logiken und Prinzipien. Wenn man die versteht, wenn man die einmal verstanden hat, spart man sich eine Menge Lehrgeld. Also nicht denken, man ist cleverer als alle anderen und macht die ganz tolle Idee, sondern fragen, wann sind eben die großen Wellen in den Markt rein, wann gehen die großen Wellen raus. Und wenn man das macht, kann man eine Menge besser machen. Wenn du sagst Mentoring und Lernen, also ich habe, wie gesagt, früher angefangen mit 13, da war ich sicherlich auch noch nicht bereit, so viel Geld für Ausbildung auszugeben, wie ich es heute mache, wo ich eben auch sehr viele Kurse besuche. Das vereint uns ja auch, du bist ja auch sehr lehrsam. Gehört, glaube ich, zu jedem guten Trainer auch dazu, dass er selber sehr viel auch lernt. Mittlerweile würde ich da auch mehr machen und ich habe so 10 Jahre gebraucht, ich wirklich dann auch Seminare mal gebucht habe und muss aber auch sagen, da kam halt ein ganz großer Schritt auch nochmal nach vorne, genauso wie natürlich die Tätigkeit als Fondsmanager. Wenn du einmal wirklich Milliarden verwaltest und auch mit erfolgreichen Portfoliomanagern zusammen bist, die den Job 30, 40 Jahre machen, große Investmentlegenden auch kennenlernst, dann hast du natürlich auch nochmal einen anderen Blick als vielleicht jemand, der die Börse nur von außen betrachtet. Ja. Wie würdest du aufgrund deiner heutigen Einschätzung, du bist jetzt schon lange in diesem Börsenmarkt drinnen, wir sind ja in einer ganz speziellen Situation, wir haben jetzt 2 Jahre Covid hinter uns weltweit, also die ganze alles rund um die Pandemie, also ich meine jetzt gar nicht die Pandemie selbst, sondern alles, was rundherum passiert ist, mit den ganzen Lockdowns und so weiter, die natürlich für die Wirtschaft nicht sehr förderlich waren. Wir haben auf der anderen Seite jetzt den Krieg in der Ukraine, viele Unsicherheiten. Trotzdem hat sich das bis jetzt, also wenn ich jetzt mal absehe von einer ersten Bereinigung am Anfang des ersten Lockdowns, aber noch nicht so richtig an den Börsen wahrscheinlich, spiegelt sich noch nicht so ganz wider. Übrigens auch nicht bei den Immobilienmärkten. Wie schätzt du denn die Situation ein, so die nächsten Wochen, Monate, vielleicht die nächsten 1-2 Jahre? Sehr spannende Frage, die Glaskugelfrage. Und das ist wieder auch so ein bisschen die eigene Meinung versus da, wo die großen Gelder rein und rausfließen. Ich würde es ein bisschen umdeuten und die Frage dann beantworten, fließt denn eher Geld in den nächsten Jahren raus aus dem Markt oder fließt es eher weiter rein? Und ich glaube, da haben wir einen ganz großen Gamechanger gesehen. Du hast es schon angedeutet, durch Corona ist natürlich nochmal eine Möglichkeit da gewesen, für die Regierung, für die Notenbanken sehr viel Geld zu drucken, sehr viel Geld in den Markt reinzugeben, was in Immobilien geflossen ist, was in meine Märkte bei den Aktien geflossen ist, was aber auch lange Jahre sehr, sehr stark in Anleihen geflossen ist. Und das ist der große Gamechanger, den wir sehen durch die Inflation, mittlerweile bei 8,5% in den USA angekommen, dass wir jetzt auf einmal eine andere Zinswelt sehen und deswegen die Notenbanken global das Geld rausziehen. Und das merken wir bei den Aktienmärkten schon so ein bisschen. Bei den Anleihenmärkten haben wir es schon sehr stark gemerkt oder auch bei den Rohstoffen selber, die ja in den letzten Monaten massiv an Gewinnen zugewonnen haben, also massiv an Wertzuwächsen gewonnen haben. Und ich glaube, das ist so der große Gamechanger. Wenn du mich fragst für die nächsten 6 Monate, bin ich sehr, sehr skeptisch, was den Aktienmarkt angeht. Ich glaube, diese 12 Jahre Hosse, die wir hinter uns haben nach Lehman Brothers, die auch sehr stark durch Notenbankgeld getrieben wurde, das geht jetzt weg. Wenn du überlegst, die letzten 40 Jahre hatten wir durchschnittlich eine Inflation von 2,2%. Ich glaube, für die nächsten 10 Jahre können wir da eher mal 3 oder 4% draufschreiben. Und das ist vorhin auch in unserem anderen Interview
auf meinem YouTube-Kanal auch Südamerika rangebracht und einige Länder, ja, die wirklich 50% Inflation haben. Venezuela, Simbabwe, da gibt's ja wirklich ganz viel. Oder Türkei, wenn man gar nicht so weit weggehen will. Argentinien hat es als Beispiel mit 50% Inflation. Und ich glaube, wenn man das vermeiden möchte, und das wollen wir als entwickelte Welt, dann musst du eben als Notenbank die Zinsen anheben. Das haben wir jetzt schon gesehen. Auch die EZB wird folgen. Und dadurch ist eben momentan für Aktien dieses Regime der letzten 12 Jahre nicht mehr so einfach, Geld zu verdienen. Das heißt aber nicht, dass der Aktienmarkt keine Chancen gibt, sondern wie bei Immobilien auch, die richtigen Aktien werden immer entscheidender, die Strategien werden entscheidender. Ja. Und eben auch mal die Möglichkeit, Gewinne mitzunehmen und Dinge ein bisschen anders zu machen. Weil ich glaube, das zeichnet uns auch aus und vereint uns. Wenn du das, was alle machen, bekommst du das gleiche Ergebnis. Einer von meinen Lieblingszitaten von Albert Einstein. Und wenn du Dinge ein bisschen anders machst, dann kannst du eben am Aktienmarkt oder auch generell an der Börse ganz gut gewinnen. Dazu brauchst du aber Strategien, die du sauber umsetzt. Ja, guter Gedanke. Wenn ich jetzt sage, in den USA sehen ja viele Ende dieses Jahres die Zinsen bei 1,5%, vielleicht Ende nächsten Jahres bei 2,5 oder mehr. Denkst du, wird die EZB ähnlich mitziehen? Ja, sie werden keine Wahl haben. Wir werden mindestens 2 Zinsschritte in Europa bekommen. Wir haben momentan 10 Schritte in den USA noch eingepreist, also 2,5% nochmal über dem aktuellen Niveau nach oben, aus 12-Monats-Sicht, also über das Jahr noch hinaus. Und es ist eben das Thema Inflation. Ich glaube, du hast als Notenbank entweder die Wahl, den Vertrauensverlust in Kauf zu nehmen, Argentinien, Simbabwe, Venezuela, Türkei, oder du möchtest eben das Vertrauen in eine schwache Währung, in ein schwaches System, was eben in den letzten Jahren sehr stark gestützt wurde, zurückbekommen. Dann musst du eben in diesen sauren Apfel beißen, du musst eben Inflation bekämpfen. Das tust du nur, indem du Zinsen erhöhen kannst. Und das hat eben weitreichende wirtschaftliche Folgen, weil wenn die Notenbankbilanz sinkt, wenn eben Zinsen teurer werden, dann fließt das Geld nicht mehr so am Markt. Und dann kommen wir wieder zur Ausgangsfrage, fließt dein Geld rein oder raus aus den Märkten, weil dann wird das Geld eher rausfließen. Und dann gibt es auch wieder tolle Chancen einzusteigen. Aber aktuell sehe ich die Bewertung eben auch an den Aktienmärkten relativ hoch. Und da gilt es eben, andere Chancen, andere Strategien zu geben. Da gibt es am Börsenbereich ja auch tolle Möglichkeiten, auf fallende Kurse zu setzen oder eben in Anlageklassen zu investieren, die tatsächlich von der Inflation profitieren, wie zum Beispiel Rohstoffe momentan sehr stark. Genau, da sind wir jetzt gleich mitten im nächsten Thema. Frage, die ich dich jetzt, die ich dir jetzt gleich nochmal gestellt hätte, wo wir vorher auch schon mal kurz drüber gesprochen haben in unserer Vorbesprechung, privater Natur. Ja, was wären so deine Tipps im Moment oder wo könntest du dir vorstellen, was könnte Sinn machen? Also was ich im Rahmen meiner Ausbildung in den letzten Monaten sehr stark als Idee gepusht habe, was ich nach wie vor auch sehr sinnvoll finde, ist generell im Rohstoffthema investiert zu sein, da weniger die Edelmetalle, also weniger Gold, Palladium, Platin, Silber würde ich auch eher vorsichtig sein. Was da gut läuft, sind eben Energierohstoffe. Ich denke, da geht es auch noch weiter. Ich denke aber auch Agrarrohstoffe. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das ist kein Buy-and-Hold-Investment, anders als bei der Immobilie, der Aktie oder der Anleihe. Wirft es keinen laufenden Cashflow ab, sondern da hast du Haltekosten, sondern das sind eher so Themen, wenn Immobilien Cashflow haben, meine ich jetzt bei Rohstoffen, wenn die eben einen Trend haben, bist du dabei und dann kannst du eben auch ohne diesen kontinuierlichen Cashflow verdienen. Was dann kommt, wenn diese Immobilien, wenn diese Rohstoffphase vorbei ist, das könnte das Thema dann eben sein, dass man zum Beispiel in Anleihenmärkte rein investiert, zum Beispiel Südamerika als Markt, finde ich sehr, sehr spannend. Du hast in Brasilien momentan die Selic Rate, also den brasilianischen Leitzinssatz bei 13%. Und du hast Anleihen, die da 14-15% dir auch geben. Und du hast natürlich eine Währung, wenn brasilianischer Real aufwertet, weil sie ihre Inflation in den Griff bekommen haben, weil sie ein Exporteur von Rohstoffen sind, wo du eben tendenziell auch noch Währungsgewinne machen kannst. Also eher so unkonventionelle Ideen. Oder eine Idee, die mir auch sehr gut gefällt, ist, du kannst nach wie vor darauf setzen, dass in Italien die Zinssätze nach oben gehen. Das machst du über den Short BTP, das ist ein Future am Rentenmarkt, den man da machen kann. Und wenn die Rendite aktuell bei 2,5% zwar schon deutlich höher ist als vor einem Jahr, aber wir eben Probleme in der Eurozone bekommen, was ja auch nicht ganz ausgeschlossen ist, aufgrund dieser hohen Verschuldung, die wir leider haben, und vielleicht dieses doch zu geringen Wachstums, dann kannst du eben darauf setzen, dass die Schulden dann weiter steigen und dann die Zinsen damit eben auch nach oben gehen, gerade wenn du Bonitätsrisiken einpreist. Und das sind so Dinge, die finde ich halt momentan spannender, als einfach zu sagen, buy and hold den S&P 500 oder den DAX, sondern so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken. Wie denkst du, wird es weitergehen noch die nächsten Jahre? Ich meine, Krieg ist ja auch immer eine sehr teure Angelegenheit gewesen. Im Prinzip hat der Vietnamkrieg ja indirekt dann auch dazu geführt, dass letztlich der Goldstandard aufgehoben wurde und der Dollar heute frei ist und alle Währungen der Welt wie verrückt. Das Problem haben wir ja nicht nur wir in Europa, das haben die Amerikaner, das haben teilweise die Asiaten, Geld drucken. Wo siehst du da die Europa, aber auch die ganze Welt in den nächsten 2-3 Jahren? Wird weiter fleißig Geld gedruckt werden? Ich glaube, wir müssen uns einschränken. Du hast es gesagt, Russland zahlt momentan 1 Milliarde US-Dollar pro Kriegstag. Putin meinte ja, er ist in wenigen Wochen durch und deswegen hat er im Februar diesen schlimmen Krieg gestartet. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Die Themen gehen da weiter und ich glaube, was du ansprichst, ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Regierungen haben nur eine Strategie, das ist immer mehr Geld drucken. Immer mehr, immer mehr, immer mehr.
Problem ist nur, es wird teurer. Umso höher die Zinsen stehen, umso mehr müssen sie dafür bezahlen. Und das ist die Geschichte der beste Lehrmeister. Man hat immer wieder gesehen, dass du als Haushalt nur dann konsolidierst, wenn eben die Schulden nicht hoch sind, sondern wenn die Schulden und Zinskosten sehr hoch sind, weil dass es irgendwann zurückgezahlt wird, das ist ausgeschlossen. Machen wir uns nichts vor. Die Staaten sind mit Billionen und Aberbillionen verschuldet. Allein in Deutschland fast 3 Billionen Schulden, 3.000 Milliarden. Das kann man nicht zurückzahlen. Nur wenn dann eben die Neuschuld immer teurer wird, dann wird es schwieriger. Das heißt, wir werden keine direkte Entschuldung sehen, sondern was man bewusst macht und was, glaube ich, auch mit der EZB in Europa abgesprochen ist, durch Inflation diese nominalen Schulden zu reduzieren. Weil wenn du die aktuelle Inflation nimmst, hast du ja die Realschulden nach 10 Jahren halbiert. Und das ist der gangbare Weg. Das heißt, du wirst einfach anstreben, eine Welt, wo die Inflation höher ist als der Zinssatz, den du für neue Schulden bezahlst und dadurch eben dann quasi das System entschuldest. Aber wer ist der Leidtragende? Das ist eben der Mann auf der Straße, der wirklich arbeitet, der eben kein Investment hat, der keine realen Assets besitzt, der sich zu wenig mit diesen Themen auseinandersetzt. Deswegen ist so ein YouTube-Kanal auch ganz toll. Und deswegen bieten wir ja das Thema Finanzbildung auch an. Du kannst von allen Tendenzen profitieren, wenn du es weißt. Und wenn nicht, bist du eben derjenige, der es dann immer bezahlen muss. Leider. Ja. So wie meine Eltern damals, ja. Ja, absolut. Also das ist, finanzielle Bildung ist gefragt und deswegen gibt's eben auf der einen Seite die breite Masse, ne, die leider dann auch in solchen Krisen das immer als Gefahr, als Bedrohung sieht und dann gibt's halt die wenigen, um nochmal mit den Worten von Cozzolani zu sprechen, die halt die Krise dann letztlich als Chance sehen und zu den hartgesottenen zählen und dann halt als Gewinner hervorgehen. Wir sind positiv denkende Menschen, wir sehen natürlich die Krise als Chance und jetzt komme ich nochmal kurz auf ein anderes Thema, mal weg von der Krise. Du hast ein Buch geschrieben, Einfach Geld verdienen und an der Börse reich werden, die 7 besten Investment- und Trading-Strategien. Erzählst du mal vielleicht ganz kurz 2, 3 Highlights aus diesem Buch, 2, 3 Dinge, die wir so schnell hier mal mitgeben können. Ich fasse das Buch gerne zusammen. Die Grundidee ist, du brauchst Strategien, die du an der Börse sauber umsetzt. Und von diesen 7 Strategien kann ich ja 2 ganz kurz beschreiben. Das eine ist der sogenannte Sommer-Winter-Effekt. Das kennt der eine oder andere wahrscheinlich auch, oder Halloween-Effekt genannt. Dass im Sommer die Aktienkurse sich schwerer tun, weil einfach weniger Mittelzuflüsse zustande kommen. Im Sommer gibt man eben lieber das Geld aus. Das ist bei Immobilien auch so. Das Einzige, was ich über Immobilien weiß, ist, dass im Sommer höhere Preise erzielt werden als im Winter, weil es einfach schöner ausgeleuchtet ist. Und so ist es an den Aktienmärkten auch. Im Sommer steigen Aktien einfach nicht so viel, tun sich schwer. Und gerade mit der aktuellen Konjunktursituation, die wir angerissen haben, wird schwer. Das zweite ist der Monatsultimo-Effekt, auch eine Strategie, die sehr ausführlich im Buch beschrieben ist. Viele haben einen Sparplan, hoffentlich auch viele von denen, die uns heute zuhören. Die meisten Sparpläne sind am 1. eines Monats in der Anlage. Und das heißt für mich, wenn ich eben Fondsmanager bin, weiß ich vor dem Monatswechsel schon, okay, das ganze Sparplangeld kommt wieder rein, ich muss meine Aktien wieder kaufen. Da kommt das Geld. Das heißt, ich werde um den Monatswechsel eher Aktien investieren, werde damit eben die Nachfrage schaffen. Und die Flut hebt da eben alle Boote. Und wenn dann eben Monatsmitte ist, dann tun sich Aktienmärkte eher schwer. Und solche Effekte sind in dem Buch sehr ausführlich beschrieben. Mhm, und mit solchen Effekten verdiene ich auch mein Geld. Mit solchen Effekten kann man eben sich sehr leicht der Börse nähern, ohne jetzt zu viel Research machen zu müssen, ohne jetzt ein CFA zu haben, ohne jetzt Hochschuldozent zu sein, sondern mit solchen einfachen Strategien, wann fließt das Geld rein und raus, kann man die Märkte schon ganz gut schlagen und timen. Ja, das klingt alles sehr, sehr spannend. Und für euch, wenn ihr wirklich erfolgreich werden wollt, wenn ihr als Designer eures Lebens irgendwann Big Business, Big Investment betreiben wollt, selbst euch mal zu Tycoonen emporarbeitet, dann kommt ihr an dem Thema Firmenbeteiligung natürlich genauso wenig vorbei wie am Thema Immobilien. Das sind 2 ganz wichtige Themen, 2 wichtige Assetklassen, glaube ich, die man beide kennen und beherrschen sollte. Und ja, wir werden natürlich hier im Anhang das Buch verlinken. Wir werden auch in dem Podcast, falls du jetzt den Podcast hörst, zu unserem YouTube-Kanal, dann schau gerne trotzdem im YouTube-Kanal auch noch rein, aber auch dort natürlich in den Shownotes den Link reinsetzen. Und ja, ich halte es heute ähnlich wie du in dem anderen Interview, das wir auf dem anderen Kanal gemacht haben. Der letzte Satz gehört wie immer meinem Gast. Sag irgendwas, womit man dich in Erinnerung behalten darf hier bei unseren Zuschauern und Zuhörern. Dann fange ich an mit dem klassischen Danke. Vielen Dank für die Möglichkeit, Paul, hier auch sprechen zu dürfen in deiner wunderschönen Villa hier auf Mallorca. Vielen Dank an alle, die bis jetzt zugehört haben. Als kleinen Bonus habe ich mir gerade noch überlegt, ich werde einfach einen Link generieren, wo du das Buch als PDF dir kostenlos generieren kannst, was wir dann ungefähr einen Monat aufrechterhalten, eine Webseite, wo du es runterladen kannst. Wenn es dir gut gefällt, dann schaust du es dir an und kannst dir ja das Buch dann auch käuflich entsprechend bei Amazon erwerben. Mein großer Appell an dich ist, hör auf, nur für das Geld zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein Fehler, den viel zu viele Deutsche machen, sondern fang an, das Geld endlich für dich arbeiten zu lassen. Egal, ob es Immobilien sind, da bist du beim Paul genau an der richtigen Adresse oder auch mit dem Thema Aktien, Anlage. Egal, was du machst, kümmere dich einfach nur um die Geldanlage. Kümmere dich darum, dass Geld für dich arbeitet, weil wenn es das nicht tut,
musst du eben aktiv immer deine Zeit aufwenden. Das ist schade. Deswegen hol dir die richtige finanzielle Bildung. Alle Möglichkeiten sind da. Die Frage ist nur, bist du bereit dafür? Ich hoffe ja. Und in dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen Anlagen im Investment und Trading. Just do it. Tschüss, ciao. Servus.